Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Helos TV, eine weitere Folge My Time at Porsche, mittlerweile Episode 25 und ich habe wie immer keine Idee für den heutigen Tag, ich habe mir keinen Plan zurechtgelegt. Ich hatte mir gerade nur so ganz kurz Gedanken gemacht, dass es vielleicht mal ganz lustig wäre, den Bereich zu erforschen, den wir jetzt gerade freigeschaltet haben. Es ging ja darum, diesen... Oh, was haben wir denn hier? Da könnte man ja auch nochmal hinlaufen, wenn da schon so ein orangener Kreis ist, den ich zwar nicht zuordnen kann, aber hey. Naja, wir machen erstmal die Öfen leer und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Bereich an, genau das wollte ich gerade sagen, den wir freigeschaltet haben über den Kampf mit dem guten Fräulein von der... Was ist denn hier los? Junge! Jetzt reicht's ja aber! Okay. Okay. Das sieht nach Umweltverschmutzung aus. Na ja, gut, da muss ich mir den natürlich erstmal holen. Das ist jetzt aber ein bisschen doof wegen zwei Holz. Nein, egal. Erstmal Post. Ah, okay, alles klar. Das ist dann wohl der Scheiß. 6 Tage! Boah, ey. Gehen wir mal langsamer hier. Ein Sauerhaufen ist das. Das würde ich eigentlich ganz gerne noch mal kurz laufen lassen. Da wird wahrscheinlich gleich der nächste Barren ready sein. 3 Stunden 36. Ja gut, noch eine Stunde. Naja, das lohnt sich nicht so lange zu warten. Hier mache ich noch mal kurz 6 Bronzebarren. Ein wenig auftanken. Na, der wird auch aufgebrochen. Machen wir mal 6 Stück hin. Auch noch mal kurz auftanken. Abbruch, Karbonstahl. Auftanken. Und hier wird das ebenfalls nochmal gemacht. So. Hier schauen wir auch nochmal ganz kurz, was wir kriegen können. Das ist relativ simpel. Dann machen wir eine Hartholzdiele. Machen wir mal gleich 6 Stück. Und hier können wir noch mal ein paar Stahlplatten und Holzbrett. Es gibt vulkanischer Ziegel, okay. Klingt interessant. Hier machen wir mal kurz 3 Bronzeplatten bis heute Abend. Ich will auch gucken, dass ich noch mal ein bisschen Stoff in Auftrag... Okay, fast die Textilmaschine auseinandergepflückt. Machen wir die noch mal direkt... Nein! Machen wir die noch mal direkt... So, ich würde sagen, erstmal kurz die Holzbretter schnappen. Das Teil mal eben kurz reparieren können. Ach, 2 Holzbretter, nicht 2-mal Holz. Ziemliche Dreistigkeit, dass das so teuer ist. So. Ne, da ist der Laden. Easy. So, wir gehen mal kurz die Bronzerohre ab, dass wir... Habe ich die überhaupt im Inventory? Ja. Nicht, dass ich da gleich umsonst hinlaufe. Okay. Das scheint ein schwerer Fall von Umweltverschmutzung zu sein. I just checked the river. It's also... Well then, did you find... I tried, but it's coming from above... Arlo, find out what's going on. Got it. I'll put out a commission for a builder to... And I'll look into her, please. Das klingt doch ganz schwer nach einem Auftrag für mich. Was hat er denn hier noch? Da kommen wir unter uns auch mal kurz. Ich verstehe nicht, warum der Kram jetzt immer auf Englisch eingeblendet wird. Das ist... Das war der Typ, der die... bleib doch mal stehen! Halt! Polizei! Oh, jetzt chill doch mal deine Base, Junge. Hallo. Remington. Stopp. Na klar. Mein Gott, ey. Muss ihm durch die halbe Stadt hinterherrennen, dem komischen Vogel da.
Gut, wir gucken jetzt erstmal eben nach den Aufträgen, also vor allen Dingen den Auftrag für die Umweltverschmutzung. Den würde ich natürlich ganz gerne wahrnehmen. Und einen weiteren kleinen Handelsauftrag eventuell annehmen. Und dann schauen wir uns tatsächlich mal die Bernsteininsel an. Da ist der Auftrag. Ein A-Auftrag. Okay. Machen wir. Holzkisten, das kriege ich auch hin. Sehr gut. Auch schon wieder Freitag, das heißt, ich muss die Quest nach Möglichkeit heute noch abgeben. Ja, wobei, ist eigentlich egal. 10 Hartholzdielen, 5 ein Carbonstahlbarren. Okay, muss ja schon eigentlich bald alles. Habe ich die jetzt im, ich hab die im Inventory? Das ist natürlich nice. Da kann ich gleich mal gucken. Zack. 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 So. Und auf jeden Fall noch Eisenholz. Also ich werde es auf jeden Fall mal so nach und nach produzieren, aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal eben kurz zur Bernsteininsel. Wobei, ja, wir wollten ja auch noch immer zur Baumschule. Das ist hier so, so viel zu tun. Also das Spiel ist echt wahnsinnig umfangreich. Ich bin, je länger ich es spiele, desto begeisterter bin ich. Also, da haben sich die Entwickler echt Mühe gegeben. Das muss man einfach jetzt mal so sagen. Ich habe lange kein Spiel mehr gespielt, das sich so rund anfühlte. Respekt. Haben sie echt gut gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt erst auf das Spiel zurückgekommen bin. Ich habe mir die Rezension bei Steam durchgeschaut. Und die waren halt wirklich überwältigend. Habe ich so in der Form auch noch nicht oft gesehen. War schon nicht schlecht. So, dann schauen wir hier gleich mal nach. Ah, gut, jetzt können wir wenigstens endlich rein. They've been sucking nutrients and poisoning our trees. Can you help us? Klar. Oh, thank you, thank you. I think I'll go talk with the research center first. Also ich hätte da vielleicht noch eine andere Idee, einfach Schwertziehen und niederprügeln. Aber gut, wenn ich mit dem Forschungszentrum reden soll, mein Gott, ey. Gut, ich gehe jetzt erstmal zur Bernsteininsel. Ich hoffe mal, dass ich hier diese komische Haltestelle benutzen kann. Dann will ich nämlich dahin fahren. Jo. Nice. Ja, gut, ich bin trotzdem schneller hin. Das ist doch eigentlich ganz okay. So, dann schauen wir mal, dass wir zur Bernsteininsel kommen. Ach, den können wir gleich mal wieder mitnehmen. Und wieder rein. Pinky. Höhle betreten. Ja, alles okay. Ja, dann wollen wir mal schauen. Komm, chill mal deine Base, Junge. Ja, lauft ruhig weg hier, ihr Eierköpfe. Gut, das war jetzt auch wieder ein bisschen unspektakulär. Ich bin mir auch gerade gar nicht mehr so sicher, ob dieser Kampf, den ich da gegen die Bosse hier in der Höhle geführt habe, ob der tatsächlich in der Form so notwendig war oder ob ich das nicht einfach komplett übertrieben habe und einfach drauf hätte schlagen können. Weil alle anderen bisherigen Gegner waren so programmiert, dass man eigentlich nur die ganze Zeit draufprügeln muss und dann ist die Sache gegessen. Naja, vielleicht war es ein bisschen umständlich, aber gut, die beiden habe ich auf jeden Fall schon mal vermöbelt, dann kann ich Alu Bescheid sagen. Dann kann ich auf dem Weg dahin auf jeden Fall die Holzkisten machen. Steht eigentlich vor meiner. Dann machen wir das doch mal, wobei ich kann ja auch kurz hinlaufen. Das macht gerade keinen. 3, 4. Nö. Das wird ungefähr so lange dauern, als wäre ich mit dem Töff-Töff-Transporter gefahren. Von daher laufen Töff-Töff-Transporter. Da tut sich nichts gut.
Die 5 Holzkisten wollte ich herstellen. Erledigt. Dann können wir zu Arlo. Das heißt, Arlo und Quest abgeben. Dann müsste ich nochmal gucken, ob ich die ganzen Nuts herstellen kann. Wo stehen die? Einer steht natürlich da oben. Ja gut, ich muss ja auch sowieso noch zum Forschungszentrum. Alles gut. Dann laufe ich hier so eine kleine Runde. Und dann sollte das theoretisch passen. Ich könnte auch demnächst mal mit dem ganzen Sozialen anfangen. Dass wir da mal so ein bisschen weiterkommen. Weil grundsätzlich interessieren würde es mich auf jeden Fall schon. Ja, das müsste Arlo sein. Das trifft sich ja sehr gut. Hallo, Arlo. Hallo, Arlo. Sorry. We haven't made it. You should probably leave beating criminals to us. I guess we owe Higgins an apology. Thanks for the update, though. Will. Dankeschön. Ciao. Gut, dass ich das Problem selber gelöst habe. So, dann sprechen wir mal mit den Forschungsmenschen. Something to stop a panda infestation. Of course, my dear. Panbats are very. Alright, so. Boombox. Let's see. I can think of two designs. A very straightforward design. It might be. Beide. The type that wants everything, huh? Kein Problem, kriegst du. You have them. Great. So, und jetzt? Krieg ich das Ding oder was? Was ist denn jetzt hier? Jetzt hast du mir die abgenommen und jetzt haust du ab. Das ist ja wohl mal hier ganz fies ist das hier wohl mal. Okay, auf Bauplan warten. Naja, gut. Dann habe ich das hier erledigt. Dann gebe ich die Holzkisten ab. Ich sollte vorher auf jeden Fall noch mal kurz gucken, ob ich... oh Gott, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall zu fahren. Ja, das Fahren geht auf jeden Fall schneller. So schnell wäre ich im Leben nicht dahin gelaufen. Also auf jeden Fall merken, man sollte das TÜV-TÜV-Transportsystem nutzen. Kommt man auf jeden Fall deutlich fixer an die Orte, an die man möchte. Oh, die Blume ist, glaube ich, auch fertig. Dann wollen wir die doch mal ernten. Habe ich direkt wieder Samen im Inventory? Nein, natürlich nicht. Was könnte ich denn jetzt heute mal anpflanzen? Das müsste eigentlich diese... Nein. Obwohl, da kann ich auch gleich den ganzen Kram reinpacken. Ne, der kommt da gar nicht rein. Der Kram. Komm, machen wir mal das. Pflanzen wir mal was anderes. Zack. Und einmal sehen. Sehr schön. Kram direkt weg. Rohre natürlich auch. Hartholzdielen habe ich mittlerweile. Wo sind sie denn? Wenn jetzt... Feuer? Da. Habe ich mittlerweile 3. Brauche 7. Jetzt habe ich 10. Jetzt habe ich 7. Dann baue ich hier gleich nochmal ein paar mehr. So. Das dürfte bis heute Abend reichen. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal zusammen. Die Eisenholzdiele. Davon habe ich 2. Und Carbonstahl... Barren? Kabauenstahlbar und die müsste ich sogar schon zusammen haben. Ja. Dann ist es nur noch die Eisenholzdiele. Und die würde ich dann nochmal kurz hier fertigen. Mach ich mal direkt alle 4. Dann sind die durch. So. Jetzt bringen wir die Kisten weg. Und dann... Tja, was machen wir denn dann? Wir haben noch unglaublich viele SP. Man müsste damit eigentlich auch noch irgendwas machen. Ich könnte gerne mal nach dem TÜV-TÜV-Transporter gucken, ob ich da... Okay, ich muss da hin. Ah, da steht sie. Bei McDonald's? Da steht er. Ah, alles klar. Okay. Gut, dann haben wir das ja Gott sei Dank auch endlich erledigt. Dann bin ich den dämlichen Topf oder Krug oder whatever bin ich ja jetzt auch endlich los. Ich glaube, ich gehe hier nochmal ein bisschen Holz hacken. Weil ich wüsste jetzt gerade tatsächlich nicht mehr, was ich noch großartig machen soll. Die Missionen sind soweit erledigt. Da muss ich warten. Da muss ich ebenfalls warten. Ja gut, wie gesagt, TÜV-TÜV-Transporter, aber ich meine, dass ich den noch nicht zusammenbauen kann, weil ich zu wenig Mats habe. Von daher brauche ich auch nicht probieren, den zusammenzubauen. Komm schon, gib mir irgendwas Hübsches.
Und Fallon. Erst gibst du mir deine Schätze und dann fäll ich dich. Sorry, das war nicht so gemein. Nicht so nett. Nicht so gemein. Gut, der ist weg. Es wird auch schon wieder dunkel, ey. Ich habe heute irgendwie überhaupt gar nichts gemacht. Ich bin irgendwie nur durch die Gegend gerannt, wie so ein Bekloppter. Naja. Doof, dass man hier die ganze Zeit drücken muss. Also immer wieder drücken muss. 21, dann gucken wir nochmal direkt auf den Charakter. Ich glaube, ich habe es auch immer wieder Skillpunkte. Nee, doch nicht. Hier haben wir soweit ausgeskillt. Die unteren Skills finde ich aktuell etwas uninteressanter. Man könnte jetzt auf Kampf gehen. Aber ich glaube, dieser soziale Aspekt ist auch nochmal ganz interessant. 20%. Okay. Also da habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was da am sinnigsten wäre. Ach ne, ich habe ja gerade noch gegengetreten. Sorry. Da muss man, glaube ich, tatsächlich mal relativ intensiv schauen, was einem da mehr bringt. Könnte ich jetzt so nicht sagen. Ja, aber der soziale Bereich auf jeden Fall jetzt hier in dem Spiel auch relativ groß ist. Das ist ja doch schon recht groß angelegt, das Ganze. Werde ich da auf jeden Fall in der nahen Zukunft auch mal ein bisschen Zeit investieren. Ich meine, hier habe ich irgendwie mal was gelesen, dass es hier ein Minispiel geben soll. Ach, einfangen, genau, das ist es doch. Okay. Okay, ich muss gestehen, das finde ich jetzt gerade nicht ganz so spannend. Irgendwie ein bisschen doof. Also ich meine, oh, hallo? Komm her! Kommst du her? Komm her! Ah! Der hat sich gewehrt. Ah, ich habe nur so eine Anzahl an Lassos. Alles klar, okay. Dann sollte man das natürlich etwas vorsichtiger machen. Ich bezweifle, dass ich dieses Minispiel nochmal spielen werde. Das finde ich nämlich tatsächlich einfach blöd. Oh, jetzt habe ich tatsächlich nochmal geklickt. Nee, das beende ich. Sorry, das finde ich langweilig und stumpf. Das muss ich nicht machen. Auch da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr einfallen lassen können. Aber gut, man muss ja nicht alles perfekt machen. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das lustig finden. Nur ich halt nicht. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir mit einer ganzen Menge SP ins Bett gehen werden. Ganz. Die brauchen auch noch relativ lange. Da muss ich jetzt auch noch auf eine weitere warten. Eventuell kriege ich das Teil natürlich noch voll, das wäre super. Die lasse ich auch noch kurz laufen. Ich packe mal schon mal alles in die Kisten und dann würde ich sagen, hoffen wir mal darauf, dass wir gleich noch die Materialien zusammenbekommen. So, zack, 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 zack. Perfekt. Na gut, 6 Ausdauer herstellen brauchen wir nicht. Nehmen wir aber mal mit ins Inventory, kann man mit Sicherheit immer mal gebrauchen. Die sind auch schon wieder fertig. Dann kann ich hier nämlich auch noch mal ein bisschen Leder in Auftrag geben. So. Ist eigentlich auch ein bisschen schade, wenn hier nichts läuft. Oh, Bronze ist echt der Wahnsinn. Also Bronze wird hier in diesem Spiel geschluckt wie nichts anderes. Nehmen schon mal die Sachen, die ich brauche, ins Inventory. So, so und so. Dann die Eisenholzdiele und die Hartholzdiele. Zwar theoretisch ein bisschen blöd, hier jetzt einfach rumzustehen und zu warten, aber ich habe auch keine Lust, jetzt ehrlich gesagt noch irgendeinen dämlichen Baum zu fällen, nur um noch ein bisschen Zeit zu sparen, für die SP auszugeben. Ah, der ist fertig. Dann brauche ich jetzt nur noch die eine Hartholzdiele und die müsste eigentlich auch jeden Augenblick fertig sein. Da werden noch 5 hergestellt. Ich glaube, die brauchen 45 Minuten. Kann das eventuell sein? Also 3 Stunden. Ja, dann müsste die 20 Minuten ready sein. Komm schon! Gib mir die Hartholzdiele. Und dann werde ich mal direkt hinlaufen und mal gucken, dass ich den Auftrag noch am ersten Tag erledige. Ist natürlich die Frage, wo ich den da oben. Dürfte falsche Stelle.
Ja gut, die muss ich natürlich noch etablieren. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich die hier in diesem Bereich gebaut habe. Aber gut, die werde ich auf jeden Fall auch noch herstellen in der nahen Zukunft. Und die Frage, ich werde wahrscheinlich zum Research Center Shop fahren und von da aus dann weiterlaufen in die Richtung. Aber es müsste eigentlich am Wasserfall sein, oder nicht? Nee, der Wasserfall ist hier. Da bin ich mal gespannt, wie ich da überhaupt hinkomme. Das wird wahrscheinlich der Bereich sein, den wir jetzt letztens freigeschaltet haben. Dankeschön. Von daher wird sogar noch das passieren, was ich am Anfang der Folge angekündigt habe, nämlich dass wir uns da mal ein bisschen umgucken werden. Ich weiß aber jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr, wie wir da hoch. Das war, ich meine, ein Stück weiter oben, also jetzt in der oberen Ebene. Und da war irgendwie der Eingang zu diesem Bereich. Da oben müsste der sein. Ich laufe hier mal rum und guck mal eben. So, Schwert rüste ich schon mal aus. Ja, genau, da war es. Mittlerweile darf ich jetzt zum Glück da rein. Guten Tag! Wo sind die Gegner? So, wo muss ich jetzt ganz hin? Einfach. Ne, das ist die Töfte-Haltestelle. Ne, warte mal, ist das denn überhaupt der Bereich? Warte mal, ich muss mal die Quests angucken. Bei. Okay, aber der wird mir irgendwie nicht angezeigt oder bin ich bescheuert? Töff-Töff-Haltestelle, Töff-Töff. Ach, da unten ist er. Also doch der. Ja, sorry. Das ist doch der Wasserfall. Also habe ich das im Gespräch richtig verstanden und ich habe es jetzt nur irgendwie aus irgendeinem Grund falsch gedeutet. Jetzt müssen wir doch noch zum Wasserfall und den dann an der Stelle reparieren. Oh, ist hier eine Katze abgehauen oder was? Have you seen me? Nope. Nope, sorry. So, jetzt habe ich genau in die Richtung. Der müsste auch irgendwo da oben hängen. Der Aufzug. Auch dann mal ein schnell erledigter Auftrag. Ja, hoffe mal, dass mich hier jetzt nicht noch irgendwas angreift. Das wäre nicht so schön. Da ist er ja. Da ist er, der Aufzug. So, Aufzug reparieren. Was kommt als nächstes? Okay. Die muss ich. Ja. Ich sollte mir die Sachen vielleicht mal genau angucken. Aber ich finde, dieser Tag, der hat so unglaublich wenig Zeit tatsächlich. Also man kann sowieso schon nur so wenig machen, dass ich nicht auch noch da die große Lust verspüre, den Tag dann auch noch mit Lesen zu vertändeln. Aber es wäre natürlich unter dem Strich trotzdem besser. Da kann man jetzt nichts anderes zu sagen. Ja. Gut, aber klar, es wurde ja auch gesagt in dem Gespräch, Aufzugssteuerung, dass die Blaupause oder so, die bekommen wir. Gut, ist verkackt. Kann man nichts machen. Ich würde sagen, ich malträtiere da nochmal kurz die Lamas, weil wir auch nochmal wieder ein bisschen Stoff brauchen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal Big Lama. Tag, moin. Kodiak, mein Name. Ich wollte Sie ganz herzlich hier begrüßen. Okay. Die wollen wohl nicht mit mir sprechen. Kann ich verstehen. So, auch erledigt. Da kommt schon wieder Big Boss Lama. Wollen wir den auch gleich mal direkt ein paar pflanzen. Ja. Also ich glaube, es würde schon reichen, wenn man einfach nur einprogrammiert, dass die Viecher die Möglichkeit haben, quasi zwischen die eigenen Schläge einen Schlag zu setzen. Also sowas wie ein Speed-System, dass sie dann einfach schneller sind und man da ein bisschen aufpassen muss. Das würde die Kämpfe auf jeden Fall deutlich spannender machen und nicht so mega öde, du bist jetzt tot am Boden, alles klar, Dankeschön, auf Wiedersehen. Also. Naja, gut. Aber ich habe mich da jetzt schon zwei, dreimal drüber ausgelassen. Irgendwann reicht es auch mal. Dann schauen wir uns nochmal kurz an. Ich denke mal, dass man das Teil hier rüber bauen muss. Da ist sie. Die Aufzugssteuerung. Marmor, Diele, Stahlplatte, industrieller Kern. Ach nee. Boah. Das kam mir gleich so bekannt vor.
Den müsste ich auch noch haben. Den müsste ich eigentlich auch noch haben. Ich will mal gerade gucken. Kleiner Silikonchip und industrieller Motor. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Kleiner industrieller Motor. Da brauche ich auf jeden Fall noch einen Siliziumchip oder Silikonchip. Silikonchip. Den würde ich dann wahrscheinlich morgen farmen in der großen Höhle. So, hier können wir schon mal wieder alles reintun. Was ist denn das? Auch mit hier rein. Du kommst hier mit rein. Du kommst hier mit rein. Boah, man, 50 Fleisch auf Lager. Na, Hausnummer. Dann sollen wir die Öfen nochmal kurz neu. Ja, die 30 Minuten. Ah, oh, es ist schon halb zwei. Es ist schon halb zwei. Da habe ich jetzt mal gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich werde über Nacht einfach mal in allen Hochöfen Bronzebarren produzieren. Um 5 Uhr falle ich in Ohnmacht. Okay. Kann ich leider nicht warten. Ich habe keine Lust, hier gleich bewusstlos im Garten zu liegen. Das gönne ich mir nur nach Partys. Das muss ich ja noch machen. Das brauche ich nicht. Hier kann ich auf jeden Fall noch irgendwas in Auftrag geben. Ja, komm, machen wir mal direkt 10 Stück. Kann einfach mal durchlaufen. Eisenholz dealen kann ich, doch kann ich auch noch fertigen. Klar, ich habe ja gerade wieder die dicken Bäume. Dann mache ich die auch nochmal direkt fertig. Kann ich hier noch irgendwas in Auftrag geben? Läuft noch. Rein in die Hütte. Ich danke euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und wir, der Floschbär und ich, würden uns mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Schaut euch auch gerne unsere anderen Playlists an. Aktuell haben wir noch The Forest und seit neuestem, seit heute quasi, auch Realm Royale im Angebot. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao.